Einen Floschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es die letzte Folge von Minecraft Apodia 2. Das Ganze wurde die letzte Zeit schon eher nicht mehr abgeloadet. Ich habe alles vorproduziert, dann hochgeladen und nachdem ist auch nicht mehr so viel Spannendes passiert, was man zeigen könnte. Deswegen, da der Server in, ich glaube, zwei, drei Tagen abgeschaltet wird, wollte ich jetzt nochmal eine Rundführung von unserer Base geben. Die ganze Welt wird auch, meine ich, sollte die zum Runterladen verfügbar gemacht werden, aber ich wollte das Ganze jetzt mal aufnehmen, wo der Server noch existiert, damit wir jetzt hier noch so einen schönen Serverrundgang haben mit Minimap etc. zum Anschauen, was während des Projektes hier alles so passiert ist. Ich stehe ja auch gerade an unserem Hafen. Ja, das Schiff, was blastet angefangen hat, nie zu Ende gebracht hat. Oder der Hafen, den hat Rennziffer gebaut, unser Captain. Der Server ist auch gerade komplett leer, also hier spielt auch so gut wie überhaupt niemand mehr drauf. Ich habe hier genau alles so ein bisschen erneuert, sei es die Farms. Da oben ist irgendjemand eingestiegen. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Als ich das letzte Mal hier drauf war, war das noch nicht. Hier haben wir eine Kaktusfarm. Ich kann auch ein bisschen die Sounds mal höher bzw. lauter machen. Und ja, ich habe hier das bisschen halt alles schicker gemacht. Das Glas, das war, müsste Blasted gewesen sein, der hat die Farm gebaut, meine ich. Hier das mit Glas und Holz verziert, das war ich. Zum Beispiel auch hier die Zuckerrohrfarm oder die Seetangfarm. Die war eigentlich nur für EP da. Das hier, weiß gar nicht. Stimmt, das war Renzelfass erste Bude, wo er dann später angefangen hat, dort sein Häuschen zu bauen. Ist auch nie fertig geworden. Hier haben wir eine Brennanlage. Der brennt einfach noch Sand. Interessant, okay. Hier haben wir eine Villager-Farm gemacht, beziehungsweise das war die ganzen Farms, hat eigentlich Plastik gebaut. Ich habe die noch ein bisschen verziert, damit es nicht so random hingeklatscht aussieht. Dark Perle wohnt hier. Ach, hier sind sogar noch Items drin. Für sie habe ich sogar ein Häuschen gebaut. Das war hier meine erste bescheidene Hütte zum Unterdingen zur Spinnfarm. Genau hier unten hat Supano, meine ich, eine XP-Spinnfarm gebaut. Hier haben wir auch noch Villager. Aber irgendwo, meine ich, waren hier doch Spawner. Ah, genau, hier unten. Dann sind die dort gespawnt. Und was gibt's hier? Hier gibt's ein gemütliches Bettchen. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Was gibt es hier noch? War nichts allzu spektakuläres. Was ist denn hier drin? War ich ja noch gar nicht. Aber das ist, ja, glaube ich, nur eine Höhle. Sehr uninteressant. Machen wir die Hütte hier einfach wieder dicht. Also wer das war, keine Ahnung. Ich war es nicht. Diesen Baum, den wollte ich schon immer abreißen, weil er hier alles mit Drang voll gemacht hat. Hier haben wir unsere erste Hühner- und bisschen Tierfarm. Und hier hat Blastet sowas von natürlich alles den Regeln konform gebaut. Die Eisenfarm ist komplett, na gut, komplett nicht leer. Aber irgendjemand hat hier die ganzen Eisenblöcke rausgenommen. Ich weiß nicht, ob das einer von uns war oder ich glaube eher, der hat sich einer von den anderen Fraktionen bedient, weil ihr gesehen habt, hier ist so gut wie niemand mehr. Ich war auch der Letzte im Projekt, der hier wirklich noch aktiv was gemacht hat. Ansonsten war der Rest schon an irgendwelchen anderen Projekten wieder dran. Es sollten ja auch eigentlich Events stattfinden. Die ersten sollten von den, vom Imperium, glaube ich, wollten die jetzt machen. Da ist auch nie zugekommen. Weiß auch gar nicht, ob die überhaupt mal irgendwie angefangen haben, diese Arena. Ich glaube, angefangen eine Arena zu bauen, haben sie gemacht, aber fertiggestellt haben sie die nie. Hier habe ich das Häuschen für Blasted gebaut, weil er ja mit den ganzen Farms beschäftigt war, habe ich ihm hier eben ein Haus für Blasted bei Teddy, genau. Hier haben wir noch so eine Art, ja, Lager, Schrank, dann hier ein paar Fässer, eine Küche, dann hier ein schönes gemütliches Bettchen mit Ausblick aufs, ach, das ist unsere Mauer, auf das Meer. Hier natürlich auch kleine Schränke und ein Kamin, damit man sich hier auch schön wohlfühlt. Und hier oben halt der Abschluss vom Turm. Hier hat Blasted angefangen, ein schönes Piratenschiff zu bauen, beziehungsweise ein Freibeuterschiff, so wie man es nennt. Ja, also Anfang sieht schon geil aus, aber der Rest dazu ist es auch nie gekommen. Die Mauern hat
Supano angefangen hochzuziehen. Ja, ist auch nie was draus geworden. Sehr gut, wie hier alle an ihren Projekten gearbeitet haben. Bin ich sehr stolz. Aber bei den meisten hat es dann wahrscheinlich am Reiz gefehlt, weil hier nicht wirklich was auf dem Server passiert ist. Hier war zum Beispiel meine Bude. Das war das erste richtige Häuschen, was eben ja gebaut wurde. Hier ist der Teddybär. Hier habe ich noch so Baukiste, Ton für Dächer etc. Hier haben wir einen Rüstungshalter zum Beispiel. Wenn jemand zu Besuch kommt, kann er sich hier seine Rüstung eben hinhängen. Hier haben wir einen Esstisch. Hier oben wollte ich noch was reinbauen, aber hier hat es mir an Ideen gefehlt. Deshalb, denn in meinem Keller, hier habe ich noch so ein kleines Lagersystem. Hier habe ich zum Beispiel eine Karte von unserer Base. Da bin ich jetzt zum Beispiel. Und hier habe ich nämlich zum Ozean auch eine schöne Glasscheibe. Es hatte Real Saki, glaube ich, meine hieß er. Ich kenne schon die Namen nicht mehr. er hatte das und das wollte ich auch unbedingt. Und hier habe ich eben meine Untergrundbase mit Essen, mit einem Verzauberungstisch, natürlich auch mit Lapis ordentlich. Hier irgendwo sind auch noch Verzauberungsbücher. Dann Netherwarzen zum Brauen von ja, Tränken. Deko, wieder was zum Essen. Hier haben wir zum Beispiel... Da fehlt ein Sandblock. Warum fehlt denn da ein Sandblock? Das ist ja sehr komisch. Den müssen wir auf jeden Fall hier noch reinsetzen. Geht ja mal gar nicht. Hat die Behutsamkeit? Hat sie nicht. Aber ich habe ja alles hier. Zack. So, die habe ich, weiß gar nicht, 2000 Blöcke meine ich transportiert, damit ich hier auch ein schönes Aquarium habe. Dann hier in meine Farm. Hier können wir uns ein Netherport. So, das war der falsche Knopf. Hier können wir uns ein Netherportal anzünden und dann eben auch wieder ja, löschen. Dann haben wir hier eine große Brennanlage, eine kleine Brennanlage, ein Lagersystem. Also alles, was man eigentlich so braucht. Natürlich auch mit Aufzügen hier. Und dann kommen wir auch schon zu meiner Fischerhütte, die ich hier direkt neben angebaut habe. Hä? Hier muss irgendjemand gewesen sein. Diese Blöcke standen hier auch noch nie. Keine Ahnung, wer die hier platziert hat. Ich war es nicht. Das hier ist nämlich meine schöne Fischerhütte. Habe ich hier... Warum steht diese Fackel hier einfach so random platziert? Dann platzieren wir sie hier richtig drauf. Und hier kann man halt angeln. Seine Sachen reinlegen. Hier haben wir noch ein Netz für alles, was aufgehängt wird. Oder aufgehangen wird sozusagen. Hier haben wir noch eine Unterkunft mit Betten, Deko und eben... Ja, eine Aussicht. Hier stand ja vorher ein kompletter Berg, habe ich komplett abgetragen, damit ich hier eben ein schönes Dorf hinbauen konnte. Das hier war zum Beispiel das erste, was ich gebaut hatte. Das war für Dark Perle. Hat sie etwas genutzt, aber auch nicht so wirklich aktiv auf dem Server. An sich, ich muss sagen, von denen, was ich alles gebaut habe, bin ich auf dieses Haus mit am stolzesten, weil das einfach geil geworden ist. Ich kann euch das mal hier drin zeigen. Hier gibt es auf jeden Fall gut Stauraum. Alles, was man so zum Craften und Schmieden braucht. Ein paar Vorhänge, Deko, Wohnzimmer, Kamin. Dann geht es hier auch noch hoch. Dann hat man hier noch eine richtig schöne Küche. Natürlich auch mit Bad, wie es sich im Mittelalter gehört. Natürlich mit Handtuchhalter und wieder Vorhängen. Hier gibt es noch ein Bett mit sogar mit einer richtigen Bettdecke. Zum Beispiel. Oh, nee. Ah ja, doch, man hat es gesehen. Und zwar, ja, jetzt ist man richtig zugedeckt hier. Und hier haben wir noch einen schönen Balkon. Dort habe ich auch die Grenze ja noch markiert zu unserer Base. Das kam mir ja, im Apodia-Rad vor, genau hier oben. Gibt es dann noch ordentlich Stauraum und ja, zum Schmelzen und natürlich auch einen Ausblick noch aufs Meer. Ein sehr schönes, großes Haus. Bin ich auch sehr stolz drauf. Nebenan hier haben wir so eine Art Steinschmied mit Wohnhaus auch oben, also beziehungsweise eine Wohnung. Hier unten hat man eben die ganze Arbeitsfläche noch mit Außenbereich. Mit einem Schmiedbock, mit einer Säge. Und hier oben geht es halt in den Wohnbereich. Hier hat man zum Beispiel noch was zum Schlafen. Ender Chest, Rüstungshalter, Esstisch natürlich auch. Kleines Wohnzimmer. Und hier oben hat man eben noch eine schöne Küche. Küche, nicht Küche. Und da kommen wir auch schon zum letzten Punkt dieser Reise. Und zwar das Haus habe ich an sich so außen fertiggestellt.
Aber jetzt, wenn man in hier reingeht, hier habe ich angefangen zu dekorieren. Ab da war ich dann auch recht inaktiv auf dem Server. Ich finde diesen großen Raum hier ganz geil. Den hätte ich auch noch gern eingerichtet. Aber jetzt, wo sich das Projekt auch dem Ende neigt. Oh, hier geht es sogar nach oben. Genau, den Raum wollte ich hier auch noch unbedingt nutzen. Aber dazu ist es dann eben auch nicht mehr gekommen. Hier hat man noch so eine kleine Zwischenablage. Das sollte auch ein Wohnhaus werden. Ein schönes. Ist aber nicht fertig geworden. Ich habe hier noch komplett rum, bisschen die Mauern lang gezogen, damit es auch so eine kleine Abgrenzung gibt. Aber ansonsten war es das von unserer Base-Tour und von der letzten Folge von Minecraft Apodia 2. Ob ich bei der dritten Staffel mitmachen werde, bin ich mir noch nicht sicher. Mal sehen, wie es abläuft. Mal sehen, wie das Projekt dann fortschreitet. Aber ansonsten, wie hat euch das Projekt gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr Interesse an einer dritten Staffel? Auch gerne mal kommentieren. An der dritten Staffel teilnehmen und es interessiert sich dann am Ende keiner mehr dafür. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr jeden Dienstag 17 Uhr auch eine Benachrichtigung für ein neues Video bekommt. Haut rein und ciao, Leute!